Ja, servus Leute, hier zu einem kurzen Nachrichtenüberblick, wollte ich schon fast sagen. Nein, natürlich von einem Statement von mir. Und zwar geht es um den Bereich Internetmarketing, Online-Auftreten, Webdesign und generell Auftreten im Leben. Ja, wie ihr doch wisst, wir verkaufen uns alles ständig im Leben. Ja? Sei es in Beziehungen, sei es in der Arbeit, Dating. Hast du nicht gesehen, ja? Alles ist ja eigentlich ein Verkauf. Das ganze Leben besteht aus einem Verkauf. Ja? Das heißt, wenn du dich nicht verkaufen lernst, dann wirst du eigentlich krepieren, auf Deutsch gesagt. Weil dann wirst du abstoßen, die Leute werden dich nicht mögen. So, du wirst einfach krepieren. Ja? So, das heißt, wir müssen uns im Leben verkaufen lernen. Das heißt, wir müssen uns auch gut darstellen. Ja? Natürlich nicht zu gut, weil wir wollen ja auch nicht lügen und keinen Quatsch erzählen, sondern selbstbewusst Fakten auf den Tisch legen. Selbstbewusstsein ist nichts Schlechtes. Das heißt nur, dass du dir selbstbewusst bist. Was heißt das im Umkehrschluss? Das heißt, du musst gucken, dass du sauberes Auftreten hast, dass du einen guten Charakter hast, dass du selbstbewusst bist. Das ist nicht arrogant, sondern das ist einfach nur ein Zeichen von charismatischer Ausstrahlung. Ja? Da gibt es 5 Millionen Bereiche. Was ich aber heute mal erwähnen will, ist das Thema Webdesign. Ja, weil ich sehe immer wieder Leute oder Unternehmen, die wundern sich, oh, ich kriege keine Kunden, ich kriege keinen Umsatz, und aber ich habe doch das und ich bin doch der. Und dann gucken sich fremde Leute die, zum Beispiel die Homepage an, und das ist einfach nur traurig und einfach nur zum Heulen. Ja, muss ich einfach mal so erwähnen. Ich weiß, wir in Deutschland, wir sind immer sehr, sehr sentimental mit unserer Aussprache und mögen es nicht, wenn jemand Klartext spricht. Ja? Aber das ist leider mal Zeit. Ja? Es kann einfach nicht sein, dass man heutzutage im Jahr 2020 fast, sage ich mal, immer noch mit einer Website vom Jahre 1990 oder 2000 darum eiert, die auf HTML3 geschrieben sind, die nicht mal ein passendes Design haben, die nicht mal auf dem Handy anzugucken sind. Ja? Und dann wollen die Leute irgendwie einen Umsatz machen mit ihrem Hotel, Restaurant, Unternehmen. Leute, euch müsst klar werden, Plakat, Werbung und der ganze Schmarrn, das ist vorbei. Ja, es funktioniert nur noch über Internet, Punkt. Ja, und wenn ihr da nicht vernünftig auftretet, dann habt ihr da einfach verloren, dann kannst du direkt die Insolvenz anmelden. Ja, also hier nochmal ganz klar die Bitte, Leute, wacht auf, ja, ich sehe das immer wieder, ich mache selbst auch Kaltakquise, ja, und ich merke wirklich, wirklich extrem, dass zum Großteil die Leute dermaßen stur sind und sich nicht helfen lassen wollen. Ich verstehe es nicht, ja, mein Internetauftritt ist handyoptimiert, er ist gut leserlich, ja, er ist responsive, er ist gut designed, er hat eine gute Corporate Identity, ja, und darauf kommt es an. Punkt. Und ich sage das so selbstbewusst, weil es Fakt ist, weil es bei mir so passt. Punkt. Ende der Diskussion. Ja. Und Leute, guckt mal genau eure Internetauftritte an und seid nicht direkt genervt von den Leuten, wenn sie euch sagen, ey, hier eine Webseite, 2.000-3.000 Euro oder was. Seid nicht direkt genervt, weil die Leute versuchen euch ja nur zu helfen. Sonst würden sie sich nicht selber selbstständig machen, ja, und eine Unternehmung gründen. Warum sollte jemand ein Unternehmen gründen, was von dem er keine Ahnung hat? Die Leute gründen ein Unternehmen, weil sie denken, sie können damit viel mehr Leuten helfen. Ja? Also ich hoffe, die Message kam rüber, seid nicht böse, wenn die Leute euch anrufen und helfen wollen. Ja? Und guckt mal bitte auf eure eigene Nase, ja? Und nicht nur auf die der anderen. Ich hoffe, dass ich ein bisschen erklären konnte, was ich hier meine. Das Leben ist ein Verkauf, und wer nicht verkaufen kann, der krepiert. Bis dann.